verreckt. Ja. Ja, was du mir da gesagt hast, da konnte ich mir da gar nicht vorstellen, weil ich einfach denkt, wie geht es da, dass man einen Abdruck machen kann von diesem riesigen Bloch Stirnseite. Und kaum bin ich hier gekommen, bin ich dann das Aha gekommen, mit einem Seilaufzug, also rund 2 Tonnen. Und natürlich viele Fachleute in dieser Druckgüsserei. Als Güsserei probieren wir immer wieder Lösungen zu finden für verschiedenste Skulpturen, für Kunstwerke. Das ist natürlich so ein Baumstamm, der Blach, das ist eine Skulptur, das ist so ein Ding, wo, und das mit dem Abdruck hat natürlich auch viel mit Güsserei zu tun. Also das Positiv-Negativ, das Stempeln, das Eindrucken, das ist in der, im klassischen Sandgüssen eigentlich auch ganz normal. Klippe. Wo wir haben müssen umschiffen sind, ist also sicher das Grossformat und die richtige Feuchtigkeit vom Papier, Papierqualität, wo wir glücklicherweise im letzten Moment auf St. Gallen haben können beschaffen. Und das, was wir gemacht haben und eigentlich auch entwickelt haben, dass die Matrizen und Patrizen, also dass man quasi eine Gegenform zu dem Baumstamm hat, dass es überhaupt möglich ist, die unebene Schnittfläche können, abzudrucken. Da haben wir dann mit klassischem Industriegüssand ein Bett gemacht. Das hat das Team natürlich hervorragend gelöst mit dem Sandbett. Er hat eigentlich zu der Matrize vom Baum eine Patrize geschaffen, die dann uns wirklich ermöglicht hat, einen sauberen Druck herzubringen. Er ist zwar rudimentär, aber es ist überraschend, hat eine überraschende Steigerung stattgefunden von der Druckqualität. Also wir haben von Abzug zu Abzug sind wir eigentlich besser geworden. Es hat einfach auch etwas Ähnliches oder gewisse Parallelen eben zum Gießen, das nicht wissen, wie es rauskommt. Also der Moment von dem Drucken und dass jeder Abdruck, wie jeder Guss ein bisschen anders ist, andere Qualitäten hat, das kommt mir sehr bekannt vor. Ich bin eigentlich stolz darauf, dass ich bei diesem Projekt mitwirken konnte. Eigentlich anfänglich als druckhandwerklicher Berater und dann aber letztlich doch voll im Zeug. So einen riesigen Stempel in der Konsequenz von einem Stempel auf Papier zu bringen, ist von der künstlerischen Idee her etwas Radikales eigentlich. Ich muss sagen, der Abdruck ist etwas Sensationelles. Das hat man wahrscheinlich auch noch gar nie gesehen im Umfang von einem Stamm. Und ich habe euch noch von Herzen viel gute Glückwünsche für das Experiment wünschen.